Tag auch ihr Nasen und herzlich willkommen zu Ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit mit dem Titel, wie ihr sehen könnt, Ashen. Auf der Xbox One gibt's auch auf dem PC, da aber soweit ich weiß nur im Epic Store. Was ist das für ein Spiel? Ja, man könnte es als Souls-like oder Soulsborne bezeichnen. Es ist ein schweres Rollenspiel. Ein schweres Action-Rollenspiel. Und ich habe mir erstmal Kippchen eingemacht. Wir beginnen aber direkt. Ich habe ganz klein bisschen reingespielt. Aber ich will das Spiel mit euch ja von vorne starten. Wobei, lange überlebt habe ich nicht. Wir nehmen mal weiblich. Wobei, mit Schnauzer die bärtige Frau. Ne? Aber wir nehmen mal schön hier lange Haare. Die Zöpfe sind auch irgendwie putzig. Ich glaube, ich nehme die Zöpfe. Wo sind sie? Da sind sie. Das passt. Die Gesichtspaarung lassen wir, glaube ich, mal weg. Ja, es ist übrigens auch so ein bisschen gesichtslos, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache die gute Dame mal ein bisschen... ach, das war Haarfarbe. Oh, machen wir rothaarig. Und Hautfarbe machen wir ein bisschen blasser. Vornehme Kellerbräune. So. Ja, das Spiel ist ein bisschen vom Detailgrad ist natürlich ein bisschen wenig, aber ich muss auch sagen, das hat auch bloß jetzt auf meiner Festplatte irgendwie so 6,5 Gig oder sowas gefressen, also relativ wenig. Mehr können wir tatsächlich nicht machen. Das war die Charaktererstellung, geht echt schnell, ne? Und es ist genauso wie bei Dark Souls. Wenn du fertig bist, sieht der Charakter trotzdem scheiße aus. Das Spiel kostet so über knapp über 30 Euro normalerweise. Ich habe ein bisschen weniger gezahlt. Weil ich noch ein bisschen was Bonus hatte von Microsoft. Proudly standing upon the darkness, its roots delving into caverns where light will never venture. It was when a single great ashen flew down to rest upon her boughs that the light woke among the realms. Sieht aus wie der Weltenbaum. After eons, the great ashen grew weak with age and Baum der Welten. Nö, war ich doch gut. Gut dabei. Scheint dann irgendwie so ein bisschen nordische Mythologie zu sein. Wenn das nicht einer der Raben von Odin dann ist. Also, ich mutmaße jetzt. And the ashen's final three breaths became the three golden ages of light. First age saw three creatures of the dark plains rise. Es wirkt irgendwie nicht wie die nordische Mythologie. Vielleicht vermischt sich da auch was. Ich weiß es nicht. The second marked the coming of the listener matriarchs, titans who revered the light. The third breath was the age of man. Geffen's children. When the final breath ended, there would be a time of darkness. Der Arzt da ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn irgendwie trotzdem gelungen. The cities of man fell into ruin, toppled by war and emptied by pestilence and famine. Proud Lathyrus drowned beneath the ash. Ich habe immer schon geschimpft, wenn irgendwie mal Spiele kein Spiegelbild hatten, aber hier haben gleich mal die Charaktere kein Gesicht, also, ja, da kann man sich aber auch irgendwie so einen mystischen Reim draus bilden. Bei denen hat es nicht mal für einen Arm gereicht.
I served the Ashen long ago, a guardian to its waning light, even though it broke me with its brilliance. Aber genau betrachtet ist der Detailgrad gar nicht so schlecht. Wenn man seine Kleidung mal so anguckt. Und die Atmosphäre kommt irgendwie rüber. Behold the first glimmer of the light that will sweep the darkness from these plains. So, wir sind im Spiel. Die Steuerung ist sehr ähnlich zu den Souls-Spielen. Also muss ich schon sagen, Tastenbelegung ein bisschen anders. Also vom Feeling her ist das schon sehr ähnlich. Kann ich mit ihm mal irgendwie quatschen? Jo. The cliffs ahead should provide a good vantage point. Beware, the rebirth of the Ashen will be violent. Der Ashen sind übrigens nicht wir, das weiß ich sogar schon. Ich habe bloß keinen Schimmer, wo ich hin muss, aber da das Einzige ist, wo irgendwie ein bisschen Licht im Finstern ist. Keep your mitts off me, Rock. Ich wollte gar nichts von dir. Können wir da runter? Ja, da geht's runter. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Wal oder sowas. Wir brauchen das Knochenbeil. Wir haben unsere erste Waffe gefunden. Ich meine, wir haben schon diesen Knüppel. Da liegt aber noch eins, bevor ich ins Menü gehe. Oh. Oh, der ging fix. Und wir haben einen Plankenschild. Grüße gehen raus an Dark Souls und an Bloodborne. Ich muss mal gucken, wo ich hier ins Menü kann. Ah ja, da. .30-36. Der Knüppel ist besser. Okay. Am Schild haben wir keinen. Und jetzt mecker nicht gleich Nagelfahr. Ich werde diesen aktivieren. Ich glaube, da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Was ist das für rotes Karnickel? Apfelgrille. So kurze Zeit dafür, dass deine Ausdauerschnelle regeneriert. Das ist auch so. Kampfsystem mit Ausdauer basiert und bliblablub. Komme ich da wieder rauf? Ah, das ist zu hoch. Okay. Wo ist mein Gefolgsmann? noch ein Item. Die werden ja ordentlich angezeigt. Weiße Sapote, halt sofort. Eine moderate Menge. Mhm. Wie kann ich ihn? Kann ich das irgendwie einsetzen oder was? Ah, sehr gut. Aber wie wende ich es an? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir hier wieder bei dem Händler, nenne ich es mal. Jo. Sehr kryptisch wieder die ganze Soße hier. Aber wie gesagt, die Parallelen sind halt einfach da. Finde ich auch jetzt nicht schlimm. Übrigens hätte ich gerne ein Schwert. Ja gut, eine Ausdauergrille nehmen wir auch mit. Bin nicht so der Knüppel- und Axt-Fan und so. Ich hätte lieber, muss ich gestehen, lieber ein Schwert. Kann ich auch schnell rennen? Jo, geht.
Ach, da ist er. Okay. There are those that thrive in perpetual night and would extinguish these fledgling rays. We must find the Ashen and protect it from the Elder Dark. Und vor den älteren Göttern müssen wir eh immer aufpassen. Okay, sind wir doch bei Cthulhu. Also interessant auf jeden Fall das Spiel. Ashen. Oder Ashin? Nein. Auf keinsten. Bin da mal neugierig, so als Souls-Fan. Wurde jetzt nicht so als so ein Spiel irgendwie gepriesen, von wegen, was Souls irgendwie von Thron stoßen würde oder sowas. Aber ich habe mir auch Souls in Sanctuary angetan. Lord habe ich gespielt. The Search habe ich gespielt. Das kommt ein bisschen abrupt. Ich habe die nämlich nicht fallen sehen. Also vorher nicht. Irgendwie runterstürzen oder so. Aber ich will nicht meckern. Das liegen wir hier rum. Stehen wir mal auf. Ich finde übrigens, wie gesagt, man hat da keine Gesichter-Details, aber wie das so die Klamotte rumweht und sowas und wie die aussieht, so mit dem zerrupften Look und so, doch, kann man machen. Da war doch eben... Ah ja. Aber hier gibt's nichts, ne? Ne. Was mich fast ein bisschen irritiert ist, dass die Items so sichtbar sind. Aber ich gucke mich trotzdem ein bisschen genauer um hier. Nicht, dass doch nicht... vielleicht ist das so eine Tutorial-Geschichte, weil das die Items so sind. Ne, scheinbar nicht. Bis hier habe ich übrigens etwa gespielt. Eine weiße Sprotte, nochmal ein Heilgegenstand. Wo ich gar nicht weiß, wie ich den benutze. Wie benutze ich denn den? Wie komme ich an den... Ah, an den Gürtel und dann muss es wahrscheinlich dann irgendeine Taste drücken. Okay. Okay, jetzt habe ich die richtige Taste. Also die Items wählt man mit nach unten des Steuerkreuzes aus und... Anwählen. Achso, nee, ich rufe meinen Kollegen damit. Ja, stehst cool da, ne, mit deinem fetten Schnauzer, Kollege. What a sight. Our world once more bathed in ashen light. Der Einarmige ist wieder da. Of the ashen and survived. We will need that strength of yours. The Ashen is still a sleeping child, vulnerable. We must wake it from its slumber. Und sag mal schreien. Before we begin our journey, we must bind your spirit to a ritual stone. If misadventure takes you, the stone will act as a beacon from beyond death's veil. Ha, na gut. Neuerreise aktiv. Hammer und Feuerstab. Karte aktualisieren. Was für eine... Ah, wir haben eine Karte. Okay. Das ist ja schon echt Komfort. Eine Karte ist schon ziemlicher Komfort, finde ich. Bächlein. Ich will bloß mal so einen Überblick haben, wie groß das ist. Deswegen schalte ich mal ab und zu drauf. Wenn die Karte schon da ist, dann würde ich die auch mal benutzen. Ist das jetzt ein Gegner oder nicht? Da sind überall diese komischen Hasen im Feld. Bartarons Hammer and Spark. Most likely the vagrants have them. The thieves and scavengers. They'll steal anything that's not chained down. Ey, gut, da sind wir auch nicht besser, schätze ich mal. Ich habe jetzt auch alles mitgenommen, was geht.
Ist das da vielleicht ein Schwert? Ist das da vielleicht ein Schwert? Nö, aber eine Heilpastille. Und ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die anwende. Ah. Ja, gut, war deiner. Ich geb's ja zu. War dein Hit. Aber die Welt hat auch was für sich, muss ich schon gestehen. Ich muss bloß mal echt mal ganz, ganz kurz irgendwie mal in die Einstellung gucken. Ich möchte mal wissen, wie ich die Heilung aktiviere. Schildschlag, Zorn, Bewegung, Kamera, bla, rufen, aus dem Stand umschalten, wechseln, ja. Verbrauchsmaterial verwenden ist X, okay, gut. Aber ich will auch wissen, wie ich meine Heilung einsetze, ne? Also, da schießt schon mal jemand mit Pfeilen, ungeil. Richtig, richtig ungeil. Und das gleich noch einer. Kloppt mir ja mein Mannequin nicht. Na, warte. Ah, die Hammer. Hammer. Die Hammer. Ne? Zusammengedroschen. Aber man verliert auch sehr schnell sehr viel Energie. Aber oh gut, wir haben jetzt auch hier was wiederbekommen. Ich mir aber oben auch noch um. Ich bin ja nicht umsonst hier rumgelaufen, ne? Also. Das sind doch schon der Gegner, oder? Ja. Auf jeden. Gegners! Renn halt durchs Feuer! Kriegen die Bäden. Deppen da oben eh auf dem Kopf. Das ist mir relativ Grütze, ob die dafür sind oder nicht. Au! Das tat weh. Gestorben jetzt oder nicht? Ich gehe mal lieber rum, nicht, dass die mir irgendwie in den Rücken fällt, also. Aber die scheint über den Jordan zu sein. Und es gibt immer irgendwie was dafür. Und da oben ist irgendwas. Aha, das ist so eine Art. Ah, alles klar, das ist ein Questmarker. Guck mal oben auf diese Linie. Da ist mein Kumpan, der mit rumläuft. Das muss auch irgendwie online gehen und ich sehe auch irgendwelche Questziele bzw. NPCs oder so. Na, gucken wir uns doch das hier mal genau an. Ist auch typisch Souls-like. Ausdauer geht flöten, wenn man rennt, wenn man schlägt, wenn man ausweicht. Alles geht auf die Ausdauer. Außer Schläge vom Feind in den Rücken, die gehen auf die Lebensenergie. Mist. Ich pfeife mir einen rein. Okay. Die haben wir kassiert, die Jungs. Ah! Kleine. Ah, das ist einfach bloß Kohle, wie es aussieht. Scheint es wohl eine andere Währung als Seelen zu geben. Aber ich habe so das Gefühl, ich kriege auch immer irgendwie trotzdem was dazu. Ich weiß nicht, wie es mit meinem Kumpan aussieht. Wenn der down ist, ob der denn down ist. Also. Oder ob ich den irgendwie wiederbeleben kann oder so. Ich habe keine Ahnung.
weiß das nicht. Es steuert sich ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, ein bisschen schwammiger, als man das so von der Art Spiele gewöhnt ist. Aber jetzt nicht schlecht, also das nicht. Ich habe zumindest das Gefühl, ich bin schon ganz okay drin. Das scheint was Besonderes zu sein. Der Feuerstab. Bringt der mir irgendwas? Kritischer Treffer ist höher bei dem, würde ich sagen. Ja. Okay, die Axt macht mehr Crit. Versuchen wir die doch mal. Das ist halt wirklich so ein Steinball, ne? Also. Eigentlich ist das hier. Ah, da hinten liegt auch noch was. Wir haben Wasser auch schneller laufen. Ja, geht. Auch noch ein bisschen Zaster oder was auch immer das sein, wert sein wird. Ich habe keine Ahnung. Schwimmen können wir im Gegensatz zu einem Souls-Spiel auch. Okay. Dann gehen wir nochmal rüber auf die andere Seite und holen uns da den Gegenstand, der noch fehlt. Aber was ist denn hier los? Was ist hier Phase? Oh, eine Spinne. Wetten, wir kriegen aufs Maul? Wetten, wir kriegen aufs Maul? Okay, er macht. Wir machen Schaden bei der Spinne. Also. Wo kam er eigentlich auf einmal her? Was soll das? Hab ich dagegen? Ich habe jetzt gedacht, die Spinne vergiftet uns und aus. Was ist das hier düster? Also hier ist echt finster wie ein Bärenarsch. Knochenspeer. Ist das eine Wurfwaffe oder was? Meine. Wär nicht uninteressant? Da weiß ich aber bloß wieder nicht, wie benutze ich den. Ah, okay. Aber ich kann angreifen und im schweren welchen werfen, oder? Ja. Okay. Ist relativ intuitiv, das Spiel. Relativ intuitiv. Aber sind sehr, sehr... sind flutliche Waffen bis jetzt. Aber nicht, dass mir das nicht gefällt. Also bis jetzt finde ich das cool. Ey, sorry, wenn das jetzt böse wirkt. Einsammeln kann ich sie nicht wieder. Ich habe es auf das Archiv mir nicht geachtet. Schade. Aber naja. Der Weg ist richtig. Wir müssen hier bloß was finden, wo wir wahrscheinlich nicht so viel Fallschaden kassieren. Ja, das war irgendwie eher Quatsch. Das heißt ganz schön tief. Tief, nicht tief. Ja, bleib halt stehen. Ich wollte dich backstabben, du Arsch. Ich weiß gar nicht, ob das das in dem Spiel gibt. Da oben sitzt auch noch jemand. Man kann sie von hinten hauen, das reicht. Was futtern? Nochmal Knochenspeere, okay.
Vielleicht will mir das Spiel auch ein bisschen suggerieren, hier, nimm die Dinger mal, Keule. Ich weiß es nicht. Kann ich da eigentlich laufen mit? Ja, das geht. Zwar langsam, aber es geht. Von den Huhn erinnert mich das tatsächlich ein bisschen an Sacrifice. Das ist bestimmt auch nicht bloß einer in diesem Lager. Mist. Hier ist auch nichts. Dann komm, kriegst du so auf den Kopf. Ich hab doch eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gedacht, ich hätte auf Heilung getippt. Vielleicht habe ich mich bei der Waffenwahl irgendwie verdrückt, dass ich da irgendwie ein anderes Item aktiviert habe. Egal. Wie gesagt, bis dato weiß ich nur, dass es das neben der One. War doch irgendwie was zu sehen gerade. Neben der One nur im Epic Store gibt. Nö, hier ist gerade kein Item mehr. Okay. Eben auf der Karte war eins zu sehen. Komischerweise irgendwas. Also. Kann ich schon mal, was das war. Weil dann ist hier so ein bisschen schocken, ne? Irgendwie. Da war da irgendwas. Aber die herbstliche Landschaft. Man kann Sachen kaputt machen. Pluspunkt. Wie gut. Ich weiß, ich bin in die völlig falsche Richtung unterwegs. Ich muss einfach mal hier lang. Ich sehe das ja oben auf dem Marker auch. Okay, das schaut ganz gut aus. Von der Richtung her zumindest. Heilung. Heilung ist Knorke. Aber wisst ihr, was ich mal mache? Nee. Wir haben mit der Waffe mehr Kritschaden. Ich bleib doch bei der. Ah. Ah, die ist zweihändig. Hallo. Danke. Ui. Der Ömeldrömel. Boing. Wäre jetzt epischer gewesen, wenn ihr gleich beide von denen. Kann ich mit der auch noch blocken? Nee, geht nicht. Also da kann ich bloß noch ausweichen. Da ist die Blocktaste leider obsolet. Aber du bist gleich noch obsoleter. Ich glaube, das war nicht mein Verdienst. Ja. Ey, machst du bitte mal die Kugel da kaputt? Hallo? Moment. Jo. Jetzt sind wir im richtigen Modus hier. Aber es ist irgendwie ein ziemlich faszinierendes Spiel. Es ist normal, man bewegt sich am Anfang ein bisschen vorsichtiger. Wahrscheinlich zertrümmer ich hier jeden Krug in dem Spiel und nirgendwo ist irgendwas drin. Aber dann habe ich zumindest Krüge zerstört. Ist doch auch mal was. Was haben wir denn da? Heilung. Gut. Wo ist einer? Ich habe doch den Block geblockt gehabt.
Na, warte. Ach, okay, scheint auch funktioniert zu haben. Ich wollte gar nicht meckern. Na komm her, Kollege. Wir machen jetzt mal richtig einen Fight hier. Aua. Verloren hast du trotzdem. Nicht ich. Da hinten ist noch so Sperrwerfer-Gedöns. Es ist, wie soll ich sagen, es wirkt nicht ganz so anspruchsvoll. Wie die Souls-Spiele, was so die Kampftaktiken zum Beispiel angeht. Okay, was auch immer das bedeutet. Also ich würde es jetzt mal als was Gutes ersehen. Da schneller? Nee. Geht nicht. Ich habe ihn schon gesehen. Das ist wahrscheinlich sowas wie der erste Miniboss oder sowas. Ja, der verträgt auch ein bisschen was. Sehr schön. Wir haben einen Hammer. Wird der eine oder andere sagen, ja, ey, du hast einen Hammer, aber was für einen? Kannst du zwei draus machen? Und noch ein bisschen Heilung. Auch gut. Es sagt mir zumindest zu, das Spiel. Ich finde es von der Steuerung in Ordnung. Ich finde es von der Atmosphäre sehr geil. Das hat schon viel Schönes. Ich verstehe jeden, der sagt, bei der Grafik, das ist so... Ich habe da jetzt auch noch ein bisschen so meine Probleme. Wobei die Hintergründe mit dem Herbstlichen und so, das sieht schon irgendwie cool aus. Das kann man machen. Ja, schnell rutschen geht. Das ist cool. Also wenn sie klauen, dann klauen sie richtig. Da ist was auf. Ob ich da hin kann? Ich weiß es nicht. Ich habe hier keine Sprungtaste, also eigentlich ist Quatsch. Ja, obwohl, wir sind ja Schwimmer, ne? Wir sind ja Sportschwimmer. Vielleicht kommen wir da sogar hin. Ich hoffe, das reißt mir jetzt nicht total weg. Na, so richtig fancy Schwimmen ist da nicht drin. Okay. Okay, wir können 3 Meter schwimmen. Alles klar. Wenn es jetzt irgendwelche Seelen gibt, das aus die ich mir zurückholen kann, ich glaube, das ist ein denkbar schlechter Ort. Aber ich hoffe, ich habe mal die Items wenigstens noch. Aber doch, muss sagen, bis jetzt gefällt. Bis auf die Ladezeit. Jetzt die kriegst du mich gerade ein bisschen an. Keine Ahnung, ob das auf dem PC denn besser läuft. Ich weiß es nicht. Was wird jetzt mit uns gemacht? Wir sind das erste Mal gestorben. Wir kacken. Nein, wir stehen auf. Wir haben unsere Items noch. Alles noch da. Und wir haben sogar noch den Auftrag genauso. Also ich habe erzählt nicht so viel verloren, wenn überhaupt.
falsche Taste erwischt. Müssen wir doch nochmal dahin, oder was? Komm nicht nach. Ah, das ist ja mal. Das finde ich jetzt zwar cool, aber dass es nicht funktioniert, finde ich so geil. Komm doch mal mit hier rauf. Ey, Junge. Junge. Ja, sucht mir halt doch einen anderen Weg. Aber dass die Funktion per se da ist, finde ich irgendwie schon wieder lustig. Aber ich muss mir eine bessere Stelle aussuchen. Wer macht das ja jetzt? Immer noch. Ey, du bist eine faule Socke. Sag mal, wie es ist, ne? Du bist eine faule Socke. Wo muss ich jetzt hin? Wo sind wir? Was treiben wir hier überhaupt? Blödsinn, ist klar. Ich bin am Pad. Da kannst du nichts Gescheites erwarten, Leute. Da ist Zeug. Das ist auch eine dunkle Höhle. Nochmal Knochenspeer, okay. Das ist, glaube ich, eine interessante Waffe, wenn es davon eh so viele gibt. Und, wir haben ja die... Bleh. Ich vergesse immer so die Souls-Regeln. Gegner wieder da. Gegeneinander da gerade. Gib ihm. Danke. Warum haben die sich gerade gebasht? Das verstehe ich nicht. Aber na egal. Muss ich mir das jetzt das Item doch nochmal wiederholen? Oder ist das die Anzeige? Ach nee, er ist mir tatsächlich hierher gekommen. Okay. Quatschen wir doch mal mit ihm. Give me my hammer. So I might awaken this sleeping stone. Schlafende Steine erweckt man nicht. Ich gebe ihm den Hammer. Spark to the ritual stone. Bind your spirit to this place. Was willst du mir damit sagen? Wird jetzt hier irgendwie so ein Hub freigeschaltet oder so? Feuerbandschreien oder so? Das ist eigentlich kein Gong, mein Freund. Aber na, du wirst schon wissen, was du tust. Wir haben eine Stadt gegründet, okay. Ich muss ja schon mal sagen, Reise beendet. Okay, also ich bin... Boah, okay. Do you dream? In my sleep, I hear my brother's voice. He once traveled this way with my father. Siehste? Wird mir im Leben nicht passieren, ich hab nämlich keinen Bruder. Ahu was eldest, so it was his. Oh, jetzt bin ich blöd gegen das Mikro, sorry. Now he echoes through my slumber, calling to me. Each time is the same. He stands atop an old listener ruin, calling to me. I have found the ruin by the lakeside. Will you help me climb it? Ey, du hilfst mir auch nicht beim Klettern, aber ja, natürlich mache ich das. Natürlich mache ich das. Ah Gott, ich verliebe mich gerade in ein Spiel, Leute. I have searched these foothills and found no sign of the Ashen. We must consult Gethin of the Birthing Waters. Ist auch, finde ich, eine gute englische Sprachausgabe. Gethin can be found bathing within the Annex of Light. Bridge the waters and strike out for the cliffs. There lies your way in. So, zwei Ziele. Einmal hier am Wandersee. Und einmal hier. Aber das ist doch... Das Spiel ist echt, echt nice.
Warum jetzt gerade meine Ausrüstung weg war, das wüsste ich jetzt nicht, aber jo, ist halt so, ne? Ich hätte jetzt hier gerne bloß sowas wie ein Händler oder irgendwie sowas. Aber doch. Doch. Das. Warum kommst du. Warum kommst du eigentlich mit? My father and brother never. Ich dachte, du kommst mit. Na gut. Den werde ich mir mal irgendwie das markieren, wenn es geht. Nee, geht nicht. Na gut, dann gehe ich selber hin. Gehe ich halt einfach hin. So. Lauf ich halt zu Fuß. Er sagt mir doch aber, was ich soll ihm beim Klettern helfen, dann muss er doch mitkommen. Was ist denn für ein Dödel? Holzwasser schaffen wir nicht. Ton kriegen wir klein, aber Holz ist noch. Sind wir noch im Level zu underpowered, Leute. Aber wie komme ich da runter? Am besten natürlich ohne schwerste Nackenverletzungen. Hm. Aber hier geht's zumindest runter. Weil der macht das da im Fluss auch nicht ganz so aua, wenn ich da so irgendwie so eine flache Stelle erwische oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Nee, das sieht nicht flach aus. Also nochmal nicht, ne? Man lernt ja aus solchen Spielen. Also sogar ich so ein bisschen. Nicht viel. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, ich habe keinen Schimmer, was das ist. Könnt ihr mal ins Menü gucken, das wird es mir auch anzeigen. Na? Scheint mir irgendwie wirklich so Richtung Zahlungsmittel zu geben, wenn ich das jetzt hier richtig erörtere. Keine Ahnung. Also hier waren wir definitiv schon. Aber also, wie sich die Welt erschließt, das haben sie auch cool gemacht. Wir müssen dann wahrscheinlich einfach über die Brücke rüber. Das ist vielleicht doch ein bisschen besser. Schwimmen ist ja nicht doll, ne? Wandersee. Ah, wir sind aber in die richtige Richtung unterwegs. Ich hoffe, der ist denn auch hier der gute Mann. Das ist ein Gegner. Scheint aber noch ein Lappen zu sein. Ich habe den Pfeil schon gemerkt, also so ist es nicht. Also gesehen. Ich konnte bloß dem... Irgendwo da. Die Tarnung von den Gegnern ist hier natürlich relativ gut. Kleiner Heuer, du kriegst auch aufs Maul. Warum? Jetzt geht. So. Der Wandersee und da ist das Teil, was unser Kollege Schnürschuh haben. Das ist schon mal zu tief. Nee. Das ist. Aber erst da. Gut. Dann gucken wir doch mal, ob wir da vielleicht irgendwo anders ran können. Vielleicht mal von der Seite hier. Dann mach mal. Sehr gut. Jetzt soll ich deinen Gegenstand auch noch auf. Na gut. Und nun? Was hat mir jetzt das gebracht? Ja, nichts. Oder was? Okay, das ist tatsächlich irgendwie das Zahlungsmittel.
Und in den Beuteln verlieren wir es scheinbar wenigstens nicht. Aber ich werde das bei meinem ersten Tod verlorene Zeug trotzdem nicht wiederbekommen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal Richtung Brücke. Nochmal kurz Lucky Lucky machen. Ja gut, das passt. Die Spielgeschwindigkeit ist im Gesamten vielleicht ein bisschen träger, als wie es bei einem... So, wartet mal. Jetzt bin ich neugierig. Ich hoffe... Nee, von der... Das probiere ich von der anderen Seite. Aber ihr seht, da sind so Sumpfpflanzen oder sowas. Vielleicht kann man da auch ein bisschen was machen. Da von der anderen Seite rangehe. Ruheloser Hügel. Au! Alter Penner! Ich gönn mir mal. Dir gönn ich mal Axt, ne? Ich hoffe bloß, dass das Spiel nicht irgendwie großartig in Crafting oder sowas ausartet. Da habe ich nun gar keinen Bock drauf. Da bin ich nicht der Fan von, Leute. Ja, von der Seite können wir hier können wir rangehen, aber wahrscheinlich einen Schritt weiter. Da saufe ich wieder. Aber muss trotzdem sagen, ich mochte das Spiel. Mein Kollege. Nee, so nicht. Also das Kampfsystem ist bei weitem nicht so deep, wie es bei Souls-Spielen ist, aber kann ich auch mit um. Kann ich mit um, Leute. Was ist denn das für ein ruheloser Hügel? Das ist auch eine neue Stätte, die wir irgendwie hier befreien können, oder was? Wo ist eigentlich Kollege Schnürschuh hin? Wo steckt der Dödel? Ich werde das alleine machen, oder was? Wie gesagt, irgendwie soll auch das Spiel eine Online-Komponente bieten, aber ich habe das, wie auch, noch nicht rausbekommen, wie hätte ich es auch sollen. Ich habe gerade mehr Bock auf Erkundung, als wie das dem eigentlichen Ziel nachrennen. Aber ich finde sowas auch extrem wichtig. Was bedeutet? Ach, da kommt auf einmal wieder, ne? Ist das Leuchtfeuer? Ist das Leuchtfeuer, Leute? Und wo ist jetzt der Kollege schon wieder hin? Der war da eben noch da. Ich hab ihn gesehen. Na komm. Eier wollen wir nicht hier rum. Der Karte selber kann man auch nicht so viel sehen. Aktive Reise bin ich hier. Aber das Symbol da am Fluss, das zeigt mir gar nicht an. Das ist wahrscheinlich wirklich bloß der Gegenstand. Kann ich da vielleicht von der Brücke rüber hupfen? Ich weiß nicht. Okay, ich kann mit um, wenn der halt einfach mal bei Kämpfen wieder da ist, also kein Leben. Also damals droppt sehr häufig einfach bloß Heilung. Ist das der Gegenstand? Scheint mir fast so. Ah. Dann lasse ich den Gegenstand mal Gegenstand sein.
Und wir kümmern uns jetzt heißt mir weiter um die Quest. Wobei ich kriege das hier gerade nicht auf dem Marker. Ah, da. Da muss man nerven. Du mal wieder da? Darkness hungers within these buried halls. Take this lantern, lest the starving shadows consume you. Wartet mal ganz kurz. Ich glaub's fast nicht, es ist... Ich glaube, ich spinne, meine Zeitanzeige zeigt... 50 Minuten an? Was? Wir haben jetzt eine Latichte. Okay, und was machen wir jetzt? Kommen wir da irgendwie rein? Hier müssen wir ein bisschen rätseltechnisch agieren. Hä? Ich peile. Oder ich muss das Scheißding ausrüsten. Das kann natürlich auch sein. Wir sind echt schon bei 50 Minuten. Ich hack. Aber mit der Laterne können wir es öffnen. Ey. Der macht nichts, ne? Der ist so. So ein fauler Hund ist das. Ja, ich will aber auf der anderen Seite den Öffner betätigen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, was du da vor... Ich dachte jetzt echt, der will gleich hauen hier. Wo rennt er denn da hin? Ich find's ganz gut, dass er so als NPC ein bisschen autonom agiert. Dass wir ihm jetzt nicht unbedingt Befehle erteilen können, aber ein bisschen mithelfen, ne? Wenn es Sinn macht. Wäre schön. Toll, davon haben wir keine Karte von dem Ort, also nur von der Oberwelt. Läuft. Alter, hast du mich gerade angespotzt? Alter, und wie die spotzt? Ich mache mal kurz wieder Licht an. Ich mach mal kurz wieder Licht. Oh. Okay, das ist nicht so tief. Gesprenkelter Pilz regeneriert langsam eine gute Menge deiner Gesundheit. Okay. Auch nicht schlecht. So, wieder rauf. Ach Gott. Ey, es ist ein geiles Dungeon-Design, muss ich gestehen. Was hab ich denn? Warum sollte ich, jetzt mal ohne Scheiß, warum sollte ich die Laterne abstellen? Vielleicht im Kampf dann auf Schild wechseln. Also abstellen auf... Ja. Doch. In dem Moment, wie ich den Satz sage, fällt mir ein, ja, es macht vielleicht doch Sinn. Aber irgendwie ist es trotzdem komisch. Wo willst du da schon wieder hin? Zerbrochene Steinaxt. Na, guck doch mal, was die reißt. Also, ob das überhaupt eine Waffe ist. Schaden 55. Gegen 30. Oh, ja. Yeah. Ach, das ist eine Zweihandwaffe. Okay. Ja, dann bleibe ich erstmal doch bei meiner normalen Axt. Ich meine, der Nagel kann mir hier zumindest nicht vorwerfen, dass ich zu viel Schild benutze.
Man sieht natürlich auch die Schatten erst mit der Lampe, ne? Also sollte man vielleicht nicht vernachlässigen, das Ding. Weil es wird abgesehen, dass du hier so wirklich blind bist ohne das Ding. Was von dem Aspekt? Ich hoffe immer noch, da ist irgendwelcher brauchbarer Scheiß drin in den Krügen, ne? Aber nö. Auf keinsten. Aber es geht immer tiefer. Na, warte mal, blöde Spinne. Ausweichrolle klappt super. Übrigens erinnern mich die Spinnen an eine Bossgegnerin von Evil the Wind. Auch nochmal Gruß an Agatha an dieser Stelle. So, vom Bewegungsmuster her einfach. Aber oh, ist das Spiel irgendwie... Ich bin voll drin, Leute. Bringt der irgendwas? Ja, Heilung. Hab ich nichts gegen. Was zum Fick war das gerade? Muss da was rein? Ist da was? Hä? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein bisschen tief, oder? Nee, war es gar nicht mal. Der Schatten, ich weiß es nicht, Leute. Okay, es gibt Schatten hier, die sind ungesund. Das ist Boss. Okay. Das ist definitiv ein Boss. Und ich sehe echt einen Scheiß, ne? Der zieht sogar das Licht von meiner Lampe weg. So viel Heilung habe ich nicht mehr. Der tut richtig weh, der Arsch. Und Schaden mache ich so gut wie nix. Das hat überhaupt nicht. Ey, ich wollte eigentlich wegrollen von ihm. So ganz nebenbei. Ich hoffe mal, Kollege Schnürschuh reißt ein bisschen was. Aua! Ich habe jetzt gerade die Lampe abgeschält, dass ich ein Schild mit reinnehmen kann. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich hoffe, die Heilung reicht. Ihr seht fast nichts mehr, Leute. Es tut mir leid. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich den Penner anders her werden sollte. Ja, zum Glück immer ein bisschen. Mensch, ich bin Auto. Hier was bringen, weiß ich allerdings nicht. Hälfte Lebensenergie Hammer. Ich habe das selber auch bloß an die Hälfte. Also einen Treffer kassiere ich noch von ihm und dann war's das.
Blödes Bus. Kann ich im Menü irgendwas machen? Saft trinken. Da war Saft trinken. Jawohl. Sehr schön. Der regeneriert! Scheiße! Der regeneriert gerade der Arsch und ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, aber ich sehe ihn jedenfalls nicht. Ich habe ihn nicht einmal getroffen. Er mich dafür gleich wieder. Darf den da nicht reinkommen lassen. Au, das tat mal richtig weh. Wo ist er jetzt wieder? Keine Heilung mehr, Leute. Keine Ausdauer mehr. Nichts. Das war's. Ah, okay. Das ist nett. Ich weiß nicht, wie oft der das machen kann. Das ist natürlich cool. Au. Aber ich glaube, die Wiederbelebung geht nur einmal, wie es aussieht. Aber okay, ja. Wir sind bei über einer Stunde. Ich würde einfach mal sagen, das passt einfach. Cooles Kampfsystem, wenn auch nicht so ausgefeilt wie bei einem Souls. Coole Atmosphäre, muss ich sagen, gefällt mir echt ausgesprochen gut. Ich freue mich da auf mehr. Wobei ich muss sagen, das spiele ich tatsächlich privat erstmal ein bisschen, bis ich da ein bisschen rein bin. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit Ashen. Ich war beim ersten Boss, hab verkackt, aber naja, ist nun mal so. Sache an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Haut rein!